Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das ist ein kleines Multiplayer-Video zu Monster Hunter World Beta. Ich spiele mit einem Freund zusammen, gerade jetzt in der Beta. Und wir werden versuchen, den Rathalos zu bekämpfen. Das ist in Anführungszeichen ein geheimes Monster in der Beta, was man in der Quest gegen den Anjanath im Lager finden kann. Und ich weiß gerade gar nicht... Das Ziel ist ein unbekanntes Monster, so, das sein Revier mit... So. Wo er denn ist. Ist er bei mir? Ich weiß es nicht. Wir haben nur begrenzt Zeit, um es wir essen jetzt natürlich auch nochmal kurz. Wir werden es einfach mal versuchen gegen den... Rathalos. Der ist quasi, wenn man die Quest gegen den Anjanath startet, ist der in dem Gebiet ganz oben rechts, wenn man den Weg lang geht. Ich werde euch das gleich zeigen. Wir werden den wahrscheinlich nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich an Zeitnot sterben. Ich versuche jetzt auch mit Großschwert die Quest zu versuchen. Aber wahrscheinlich werden wir die Quest nicht schaffen, sage ich mal. Moment, wir sind hier. Wo musste man denn nochmal lang überhaupt? Ich glaube, man musste hier lang. Und dann... Nee, fuck, wo musste man denn lang? Fuck, ich habe den Weg vergessen. Fuck! Ich wollte euch auch den... Okay, wo musste man lang? Sehe ich ihn auf der Karte? Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Fuck, ich finde jetzt den scheiß Weg du kannst nicht. Zu dem Monster im Blick behalten. Wo man denn... Okay, Moment. Ich bin mir relativ sicher... Oh Gott, ey. Musste man hier lang? Nee, hier muss man auf keinen Fall lang. Wir werden die Quest eh nicht schaffen. Von daher ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Man musste doch hier lang. Und dann links? Nee. Hier lang und dann links. Auch nicht. Hier lang und dann links. Ja genau, hier lang und dann links. So, jetzt werden wir gleich den Rathalos sehen, den König der Lüfte. Den mein Kumpel Roxas schon getriggert hat. Wo haben wir ihn denn? Normalerweise müsste er hier sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist der nicht hier? Der ist 100% hier. Wo ist der denn? Hä? Ah, so, da ist er jetzt endlich. Ich habe ihn. Okay, der war anscheinend nicht richtig da, wo er sein sollte. Jetzt haben wir ihn auch, liebe Zuschauer. Und ich werde mein Bestes geben. Der Rathalos wird gesagt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Ich werde gucken und das Beste geben. Der Rathalos ist der König der Lüfte. Wir sehen ihn. Das Supermonster. Okay, es ist wahrscheinlich auch eins der bekanntesten Monster in Monster Hunter. Oh, Abbott, nicht vergiften. Da müssen wir... Okay, ich wurde gerade geheilt. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist denn... Oh, Gott. Also, wir werden ihn auf keinen Fall schaffen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, ich habe kein Gegengift. War kein Gegengift bei der Quest dabei? An Sachen, die man kriegt. Doch hier. So, und dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das Ding runterkriegen. Wie gesagt, Rathalos, der König der Lüfte. Eins der bekanntesten Monster aller Monsterteile. Oh Gott, jetzt hat er den Damm aufgebrochen. Jetzt sprudelt es hier Wasser. Ich weiß gar nicht, kann ich da durch oder werde ich dann runtergespült? Ich weiß es nicht. Er ist jetzt auf jeden Fall zu mir gekommen. Ich habe quasi noch keine Angriffe gesetzt, weil der Rathalos, der fliegt die ganze Zeit. Aber ich wollte, wir werden den auch nicht schaffen in der Zeit. Ja, weil wir haben ja nur die 20 Minuten. Aber es geht auch einfach jetzt mal darum, euch dieses Monster zu zeigen. Mir jetzt so persönlich. Für die, die den König der Lüfte noch nicht kennen. Um da jetzt einfach mal euch ja nochmal was anderes zu zeigen. Quasi den Klassiker von Monster Hunter, den Rathalos. Und am besten natürlich trifft man ihn auf den Kopf.
Aber das geht halt nicht immer. Ah, komm, da habe ich... Fuck. Na, komm, ausweichern. Er hampelt halt auch die ganze Zeit rum. Mein Freund übrigens, Roxas, der spielt Hammer. Mit Hammer kann man ihn schön auf den Kopf eigentlich pounden. Ja, das wäre jetzt doof von mir. Da hatte ich gehofft, der kommt nochmal runter. Aber das macht er natürlich nicht. Er ist halt kein Tier, was macht, was man unbedingt will. Da muss ich mich jetzt nochmal heilen. Erstmal Gegengift. Und dann Megatrank. Und da wird er einen Sturzflug machen. Ne, er schießt Feuerbälle. Er hat auch natürlich neue Angriffsmuster als in vorherigen Teilen. Natürlich ähnelt sich sehr vieles bei ihm, aber ist natürlich nicht immer noch das exakt gleiche Monster. Er ist natürlich noch mal ein bisschen abgeändert alles. Oh nein! Oh, das war dumm von mir. Fuck, da konnte ich noch nicht mal richtig angreifen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Gerade können wir ihn nicht angreifen, weil er fliegt. Na doch, da habe ich ihn zumindest am Schwanz erwischt. Den guten Rattalos. Es gibt auch eine weibliche Form vom Rattalos, die sogenannte Rattian. Die ist ein bisschen einfacher als der Rattalos, weil die wesentlich öfter am Boden ist. Das heißt, man kann die auch relativ gut angreifen. Jetzt müssen wir da hinterher. Man sieht, meine Waffe hat bisher noch kaum Schärfe verloren, weil wir ihm kaum Schaden gemacht haben. Ich werde euch jetzt leider von der Map auch nicht viel zeigen können, weil wir müssen jetzt halt einfach hinterher. Wir müssen den Rattalos kriegen und bezwingen. Wir werden, also ich kann jetzt schon mal, also wahrscheinlich, wir werden es nicht schaffen. Der hat halt zu viel Leben. Eventuell könnte ich von oben jetzt auch auf ihn trauen. Ah! Nee, leider nicht. Leider nicht. Wo ist er denn? Also es gibt noch eine weibliche Form vom Rattalos. Okay, komme ich hier hoch? Fuck, wie komme ich hier hoch? Da. Oh, ist das ein bisschen umständlich. Ah, da waren wir noch wieder noch Moswine. Boah, jetzt hier hoch ist echt nervig. Die Rattian ist auch so, nennt man glaube ich Königin des Gifts oder so. Die ist halt sehr giftlastig. Der Rattalos kann einen auch vergiften, wie habt ihr ja gerade eben gesehen. Aber das ist jetzt nicht so seine Hauptsache. Der ist schon, wo ist er denn? Da hinten. Fuck. Kann ich hier rüber? Ah ne, jetzt ist er hier unten. Ja, okay. Habe ich auch nichts gegen. Ich habe jetzt übrigens mal die automatische Kamera angemacht. Beim Rattalos ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil er sich halt oft dreht. Weil er sich halt oft dreht und fliegt und bewegt. Wir könnten auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich wieder eine Falle dabei habe. Wir könnten auch mal noch eine Falle legen und die dann mit Bomben eindecken. Schaue ich mal gerade. Ah, komm. Ob ich hier auf der Quest überhaupt... Ich müsste sie eigentlich wieder dabei haben, ja. Wir könnten das mal versuchen. Oh, eventuell kommt er rein. Nein, er... Nicht wegfliegen. Herkommen. Los, Rattalos. Komm her. Oh, er ist halt echt ein Wüterich. Der Rattalos, er ist ein Wüterich. Aber man sieht das hier, er fliegt, die Animation. Jetzt geh doch scheiße die Schockfalle, du dummer Mini-Drache. Jetzt fliegt er über sie drüber. Ey, du kommst jetzt? Jetzt ist er wieder knapp daneben, das ist doch nicht... Das ist doch hier eine Verarsche. Okay, jetzt ist er drin. Bombe. Zünden. Schaden. Ach, und Roxas ist drauf. Nice. Das heißt, er wird auch gleich ihn wahrscheinlich umwerfen. Aber wir haben bisher halt echt kaum Schaden gemacht. Wie gesagt, 20 Minuten sind für
Okay, wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Alles wieder hochklettern oder was? Sind für den Rathalos halt echt gering. Wie gesagt, es ist halt auch nur das geheime Monster in der Quest gegen den Anjanath. Es ist halt nicht unbedingt die Hauptsache, den zu machen. Es gibt noch andere geheime Monster in der Beta. Es gibt in der Wüstenmap einen Diablos. Und in der allerersten Map, das haben wir auch mal gesehen, dieses Wasserhai-Vieh. Also es gibt ja einige verschiedene quasi geheime Monster, gegen die man kämpfen kann. In Anführungszeichen geheime Monster. Das sind halt einfach sekundäre Monsterziele, nenne ich das jetzt einfach mal. Oh, jetzt ist der Rathalos sogar wütend. Jetzt wird er schön gleich ein bisschen versuchen, Action zu machen. Es wäre halt echt schön, wenn wir ihn tot kriegen. Aber eigentlich, wie gesagt, der Rathalos hat auch nicht so mega viele HP, muss man dazu sagen. Es gibt Monster, die haben mehr HP als er, weil er halt viel fliegt. Deshalb kann man ihn auch nicht so gut erwischen. Oh fuck, da bin ich fast tot. Oh fuck, da muss ich jetzt eigentlich das Gegengift nehmen, auch wenn ich jetzt schön auf den Kopf angreifen könnte. Hat mich Roxas gerade umgehauen? Jetzt nimm das Gegengift. Und den Megatrank. Und noch ein Trank. Und jetzt werde ich mal Roxas folgen, weil der weiß hoffentlich den Weg. Weil ich weiß ihn nicht. Also Rathalos ist natürlich, wenn man den mit 4 Leuten oder so macht und sich dann abspricht, der eine geht mit dem Hammer auf den Kopf, der andere mit dem Schwert oder so auf den Rücken. Das ist eine schöne Sache. Das ist jetzt natürlich alles, sagen wir mal, ein bisschen begrenzt, weil wie gesagt, leider nur die 20 Minuten. Leider. Aber zumindest gibt es einen kleinen Einblick, sag ich jetzt mal. Da ist Herr Davos. Wo ist Roxas? Wo ist Roxas? Ach, der ist hier weitergerannt. Okay. Ich hoffe mal, er weiß den Weg. Ich weiß ihn nicht. Moment, wir müssen... Wo müssen wir eigentlich hin? Okay, wir müssen in dieses Geklüngel da. Müssen wir da nicht hier runter und hier lang? Nee, da müssen wir jetzt hier lang. Genau hier. Ah, da sehen wir schön hinten das Abendrot. Oh, da muss ich ausweichen. Oha, da versucht er wieder seine Feuerbrunstattacke. Kann ich eigentlich meinen Willi-Suit nochmal anlegen? Den Trutzmantel, falls er noch mal brüllt oder so. Oh nein! Oh fuck, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Fuck, wie komme ich hier wieder hoch? Hier hoch. Wir kriegen ihn eh nicht. Das muss man halt dazu sagen, wir kriegen ihn eh nicht tot. Aber um es euch mal ein bisschen zu zeigen, dachte ich mir, hey, ist der Rathalos mal so ein kleines Schmankerl an Drache, an Zukunftskram in Monster Hunter. Was quasi so ein zukünftiges Ziel sein wird. Wie gesagt, er ist auch nicht eins der stärksten Monster. Das will man jetzt auch nicht irgendwie überbewerten. Es gibt krasseres als ein Rathalos. Aber der Rathalos ist halt so typisches, ist quasi so das Maskottchen von Monstern da eigentlich, der Rathalos. Ah. Nee, wie gesagt, jeder Monster-Teil hat auch seine eigene Flagship-Monster. Also keine Ahnung von... Von dem hier ist es jetzt, glaube ich, der Anjanath oder so. Oder von anderen Teilen T-Krex oder Nagakuga. Aber Rathalos ist allgemein natürlich schon ein sehr bekanntes Monster in der Monster Hunter Serie. Warum klappt eigentlich die Kamera-Automatisierung nicht? Oh fuck, da bin ich... Bin ich getroffen? Nee, ich wurde nicht getroffen. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal den Megatrank nehmen. Wir bleiben jetzt halt 5 Minuten. Ja, wir haben ihm, glaube ich, noch nicht genug Schaden gemacht. Das wird nichts. Wäre zwar schön. Aber. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Die Demo geht leider auch nur bis heute noch bis 18 Uhr, also leider
werde ich auch nicht mehr so, werde ich euch den geheimen Diablos oder so nicht zeigen können, weil es ist jetzt schon 5:45, also die Beta geht nur noch eine Viertelstunde, sagen wir mal. Oh Gott, er hat mich schon wieder getroffen mit dem Chase. Nein! Oh, das war knapp. Nimm das Gegengift. Nein! Fuck! Oh, das tut mir leid. Er hat mich halt vergiftet und dann muss... Ah, fuck, sorry. Das war mein Fehler. Ich müsste aber mal schauen, eventuell komme ich da schnell wieder hin. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Das war ein bisschen... Moment, kann ich mal ganz kurz schauen, wie ich da am besten hinkomme? Ah, fuck, hier ist alles so verwurschtelt in diesen Gängen. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung, weiß aber nicht, ob es der richtige Weg ist. Wahrscheinlich ist es nicht der richtige Weg, oder ist es der richtige Weg? Alle Wege führen da bestimmt irgendwie hin. Irgendwie durch diese ganzen Gänge hier. Irgendwie werde ich... Da ist er doch. Irgendwie kommt man da halt hin. Okay, leider hat dieses Sprungding gerade nicht getroffen, aber wenn es getroffen hätte, wäre es, glaube ich, ganz schön gewesen. Ah, Rattalos, jetzt hat er mich schon wieder und auch wieder vergiftet. Wenn ich jetzt gerade jetzt nochmal sterbe, kann er nicht Roxas fokussen gerade, bitte. So, Gegengift. Oh, jetzt ist er auch geschwächt, jetzt hätte ich... Moment, da setzen wir ganz kurz mal die Angriffe noch. Oh, jetzt ist er wirklich geschwächt, jetzt fällt er auch hin. Aber ich will ganz kurz das Gegengift noch nehmen. Oh, nice, das hat gesessen auf dem Kopf. Eventuell können wir noch mehr schöne Angriffe setzen. Oh Gott, jetzt sehe ich gerade nicht, weil die Kamera wieder verstellt ist. Ja, wir versuchen ja natürlich jeden Schaden, den wir haben, noch rauszuhauen. Aber wahrscheinlich... Okay, jetzt hat er uns mit dem Gebrüll wieder eingedeckt. Da hätte ich vielleicht das Gilly-Suit. Oh Gott, jetzt bin ich wieder fast tot. Und Zedaros ist auch fast tot. Also Roxas. Nicht Zedaros, Roxas. Und... Jetzt ist er im Wutmodus. Jetzt speit er natürlich viel Feuer und alles. Haben wir Blitzbomben oder sowas? Maxi-Trank, Nullbeere, gebratenes Steak, Knesokram haben wir gar nicht. Ah, ich habe hier noch die Erste-Hilfe-Arznei. Das habe ich auch ganz vergessen. So Kram haben wir leider gerade überhaupt nicht. Blitzbomben oder so, mit dem man ihn betäuben kann. Oh fuck, da wird er mich... Ne, da ist er über mich drüber geklitten. Nice. Ach, der gute Rattalos. Irgendwie diese R3-Automatisierung, die geht irgendwie teilweise weg. Okay, gerade spinnt sie rum, weil er fliegt und wechselt die ganze Zeit ihren Fokus. Jetzt ist sie wieder weg. Da hätte ich ausweichen müssen, habe ich aber nicht gut gemacht. Jetzt fliegt er halt wieder viel wütend rum. Jetzt geht er wieder da oben zurück. Wir schaffen das halt eh nicht von der Zeit her. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Aber es geht halt einfach darum, euch noch ein bisschen die Vielfalt von Monster Hunter zu zeigen. Was es da noch quasi alles gibt. Wo ist er denn überhaupt hin? Oh, gar nicht, wo der hin ist. Ich werde mal Roxas folgen. Ne, Roxas geht da lang. Nein, fuck. Wie? So. Ja. Ups, du hast die Quest diesmal leider nicht geschafft. Aber wir versuchen es bald nochmal. Richtig? Richtig. Ja, das war erwartbar, sag ich mal. Vielleicht kann man es nochmal versuchen, wenn man vorher die Quest anfängt, bevor es 18 Uhr ist.
Ich weiß nicht genau, wie da die Zeitlimits gesetzt sind von der Beta, ob wenn es Punkt 18 Uhr ist, man rausgekickt wird oder ob man... Weil es sind noch 6 Minuten, die Beta dauert. Ich glaube fast nicht, dass es nochmal geht. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr ein bisschen den Rattalos gesehen? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder schreibt in die Kommentare eure Ansichten. Und das war wahrscheinlich das letzte Video zum Monster Hunter World Beta von mir. Den Diablos habe ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen können. Dieses andere Wassermonster habt ihr ja in der einen Folge gegen den großen Jakras gesehen in der ersten Folge. Diesen Wasserhai. Und ansonsten freut euch auf Januar, dann geht's los mit der großen Monsterjagd. Haut rein, bis dann, euer Andi. Ciao. Ciao.